So, da sind wir wieder. Inzwischen ist die Gruppe etwas geschrumpft. Liaena musste zum Essen. Also durfte. Oh, ich habe Aggro. Und das Lustige war, wir haben dann eine kurze Pause gemacht und als wir dann zurückkamen, lagen wir alle tot auf dem Boden und die Animistin war verschwunden. Hm, was mag da passiert sein? Ich weiß es nicht. Es wird für immer ein Geheimnis bleiben. Ja. So, läuft doch ganz gut, würde ich sagen. Kurz hinsetzen, Mana regen. Sind alle noch relativ gut da. Fehlen irgendjemand irgendwelche Buffs? Ja, mir, mein eigener. Das kriege ich ja nicht. Ich Konsti, ja doch. Konsti habe ich. So. Okay, der Speed ist gar nicht an von dir, ne? Nee, soll ich machen? Ja, den solltest du einfach immer anhaben. So, da ist ein grüner, den hole ich trotzdem, wer weiß, was alles ist. Ja, da kommen bestimmt noch welche mit. Ja, richtig. Aber bei zwei Bomben in der Gruppe kann ja nichts schief gehen. Hallo. Salarian ist ein bisschen leise, aber ich habe trotzdem gehört. Zack, und den ersten Bubble voll. Sehr schön. Na, ich noch nicht. Zu oft gestorben, glaube ich, in letzter Zeit. Das Schicksal eines Stoffis. Ja, alle wieder fit. Wollen die auch mal einen ranpumpen, wa? Wir haben gerade Besuch bekommen, ne? Ich bin jetzt gleich auch weg. Alles klar. So, ich habe jetzt die Hintergrund, die Ambient-Musik mal ein bisschen lauter gemacht. Die gefällt mir hier nämlich. Gut, dann sollten wir überlegen, ob wir hier überhaupt noch pullen könnten, ne? Ah, Brause hat da was geholt, okay. Ach, kommen noch wieder drei. Ja, fünf. Oh, das sind jetzt aber wirklich ein paar zu viele. Oh, Leute, ich will jetzt nicht sprechen. Noch fliegt? Komm, lass uns rennen. Lass das kommen, okay. Dann renne ich wieder rum. Okay. Gleich Richtung Dorf. Das waren, warum waren das denn jetzt so viele? Ich glaube, weil zwei Leute zwei verschiedene Sachen gepult haben, deswegen. Ach so, wer hat denn noch gepult? Ich hab nicht mitgekriegt. Hier, ein Pet hat gepult. Oder dieser komische... Ja, das Pet pult ja immer. Ja, Gallia und Brause haben gepult. Aha. Genau. Brause. So, ich glaube, das war's, ne? Nein, da kommen ja noch ganz viele. Na, da drehen sie um. Komm. Jetzt können wir sie von hinten einen nach dem anderen killen. Nee, von hinten. Mein Pet ist ein bisschen tot. Brause, hast du eigentlich deinen Schildbuff an? Nur mal so als Frage. Ja, ich hab meinen Buff selber wieder. Kriegst du erschreckend viel Schaden ab, aber das hast du nicht an. Gut, du bist ja auch noch klein. Das würde es erklären. Ha, hurra, wir haben es geschafft.
Ja, haben wir. Die Truppe, die hier eigentlich rumhängt, die ist weg, ne? Da steht ja noch der Pilz, noch Pilz, aber... Meinst du, wir sollten mal diesen lila Badger da versuchen? Ja, aber vorher kurz ausruhen. Einer besuchen. Ach. Das ist aber auch eine bescheidene. Der hat ja ein Elefantengedächtnis, der Käfer. Diesen Chip ist auch wieder super. Aber nicht so ein dickes Fell hat er. Ja, stimmt. Ich hab hier so ein lila Zauberstab. Den traue ich mich gar nicht zu nehmen. Die taugen dann meistens noch nichts, ne? Probier aus und dann steht da ja, ob da hier fails to affect you oder sowas. Huch. Ja, power has increased. Yo, der geht schon. Der ist nicht zu weit. Ja, super. Your mana magic skill has increased. Your intelligence has increased. Ja, super. Dann funktioniert er jetzt ab 8 von... 7 ging ja nicht. So, Talaria muss noch kurz regen und dann können wir mal so einen Dachs machen. So ein dicke Dachs, ha? Ich brauche so ein Viech wieder hier. Moment. So, jetzt sind wir bereit für alle Schandtaten. Wessen Pilz auch immer da steht, ist es bestimmt gut, wenn wir am Pilz stehen. Ich weiß nicht, weil dann klaut der uns XP. Okay. Da hinten ist übrigens unser Animist. Ja, dann lass ihn da mal hinten ruhig stehen. Genau, und jetzt machen killen wir mal... den jetzt nicht? Den Animist? Ja. Den können wir nicht killen. Wir haben es nur noch nicht versucht. Oh, da kommen die anderen. Nicht, dass die irgendwie essen. Das hat nochmal geklappt. Du ziehst ne? den jetzt am Pilz hin. Das wollten wir gerade nicht machen. So. Attacke. Agro. Ja, Heilung kommt. Ich. Ganz schön stark, die Viecher. Mhm. Das geht ins Mana. Schon wieder halb leer. Ich hoffe, der Dachs ist jetzt auch halb tot. Nein, leider nicht. Dann könnte das schwierig werden. Talarian. Jetzt ist er halb tot. Das wird nichts. Ich habe keinen Mana mehr. Dann geh ich mal rennen mit ihm. Ja, lauf ich, das wird nix. Hast du den von hinten? Ja, weg ist er. So, keine... wir rennen jetzt in die andere Richtung. Oder auch nicht. Jetzt klatschen wir um. Genau, jetzt klatschen wir den auch um. Der Underhill Friend ist ja schon gut dabei. Und hat ihn. Okay. Dann mache ich jetzt mal Fokus auf ihn. Machen wir so. Und das klappt. Super. Gut ist er. Jetzt habe ich auch einen Bubble. Ja, das lohnt sich nicht, das zu casten. Mhm. Ich bin so low Mana. Da heile ich lieber nicht das Bett. Das muss ich gleich so lange recken. Ja, oder wir machen mal nur Fokus. Ja, wir machen mal nur Fokus bei den Dachsen. Das geht definitiv besser. Ja. Ich meine, Brause kann ja trotzdem sich dann da hinstellen und noch drauf bomben. Ja, ich habe ja auch einen hier so ein... Wie heißt der? Essen.
Der ist ein roter. Der ist doch super schön. Komm. Nicht so nah an den Pilz. Ne, du machst einfach die Bombe, Brause. Das ist schon okay so. Warte, dass der Dachs ein bisschen Schaden gekriegt hat von dem Pet und dann stellst du dich auf ihn drauf und bombst los. So, jetzt Attacke und Fokus. Der hat ja noch nicht so viel Schaden, ne? Von dem Fokus. Das Pet hat schon viel Schaden. Der Badger ist aber fast weg. Mhm. So geht das. Wunderbar, dann. Läuft doch. Läuft doch. Der war allerdings rot. Ah, da ist noch ein roter. Hurra, hurra. Müssen wir viel regen? Ein bisschen schon. Was lachst du auf einmal so? Ja, ich habe gerade den Gildenchat. Ja, gelesen. Ja, der sorgt wirklich für Heiterkeit. Oh, jetzt kommt so ein. Ach ne, der ist auch rot. Aber da schicke ich mein Pet nicht hin, dann haben wir sofort sonst was. Kein Problem, warte. Nee, den einen, den pullen wir da jetzt einfach raus. Oh ne, der andere kommt trotzdem mit. Beide. Ah, das ist ja fies. Moment, den einen habe ich aber eingeschläfert. Gut, so, jetzt dann. Pet auf den anderen, Schild an. Wenn der andere rauskommt, routen wir den. Hat das Pet die Agro? Ja, hat die Agro. Kommt raus. Talarian, kannst du ihn rufen? Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Wunderbar. Das wird jetzt auch nicht allzu lange halten. Ich glaube 7 Sekunden, da kommt er schon wieder raus. Der eine ist... Greif ihn an. Ich muss den Browser eben retten. So, Moment, ein bisschen. Und jetzt... Fokusschild. Wunderbar. Nimm lieber die Bombe, Brause, die macht mehr Schaden. Ja, aber die andere kann ich ja schon mal einsetzen, wenn er nicht meine Nähe ist. Ja, aber es ist günstiger, wirklich dann die 2 Meter zu laufen, sich auf den drauf zu stellen. Gut gemacht, mein lieber Underhill-Friend. Ne? Kann man nicht anders sagen. Der ist gut, der hat's drauf. Deswegen heilen wir ihn ja auch immer so gerne. Ja. Guck mal, was da unten steht. Mana Momenta. Komm, nur 3 Stück, dann habe ich ein Level up. Okay. Das wäre ja schön. Vielleicht 5, 6. Ja, das wäre doch noch ein schöner. Dann können wir vielleicht am Schluss noch nach MacMail laufen. Da müssten auch Ausbilder sein. Wenn ich mich nicht irre. Aber hier vorne steht da noch einer, so in die Richtung, die ich gucke, nach Westen. Da steht ziemlich alleine da. Ja. Der ist auch nur Ora und den holt jetzt mein Pet mal. Ja, das sehe ich ja nicht, was der für euch ist, ne? Das ist wahr. Komm mal ein bisschen zurück, mein Freund. Guck mal, jetzt kann ich jetzt den. Jetzt ihn wieder attackieren. Kann ich den. Warte, noch nicht. Erstmal muss das Pet die Agro sicher halten. Jetzt muss das Fokusschild haben. Ja, jetzt ist nämlich zu spät. Ja, ja. Das... Du musst immer erst warten, bis ich Fokusschild gemacht habe, weil jetzt ist Agro wieder weg. Jetzt hast du eine Chance. Jetzt muss ich aber nochmal Fokusschild machen, weil ich nie da nah dran stehen will.
Das ist ein schöner Level 2 Zauber. Ich glaube, der verbraucht auch nicht allzu viel Mana. Du bist aber trotzdem relativ leer, Brause. Wie schaffst du das nur? Das erste Mal, dass ich so... Sonst hatte ich eigentlich immer noch recht viel. Mana. Ja, dann setz dich mal auf deine vier Buchstaben und mach voll. Drei Stück noch. So, die anderen sind alle da voll. Oben. Brause, du kannst ja einen Pool einfach sitzen bleiben, dich erholen. Ja, ich hole mal so ein Aura. Das müsste ja dann funktionieren. Ja, ich halte mich bereit, falls ich metzen muss. Hier ist auch ein Aura-Wolf. Ich glaube, der können ist wir auch besser. Nehmen, ja. Guck mal, dass ich den einfach so ziehe. Mal gucken, genau, du kannst ja den Stun drauf casten zum Beispiel. Oh, da kommt der zweite. Den zweiten werde ich metzen. Okay. Der ist rot, der zweite. Dann killen wir erst den Aura. Fürchte, du musst jetzt doch nochmal deinen Fokus machen. Wenn ich doch einschreiten soll, müsste er sagen, ne? Wie ist denn dein Mana? Ja, jetzt kannst du einschreiten. Einmal bitte. Ruht auf den roten Wolf. Bin dabei. Danke sehr. Ausgezeichnet. Ein bisschen Abstand. Dann schicke ich jetzt mein Pet los. Komm her. Fokus. Komm her, bin ich draus. Wunderbar, wunderbar. Das Doofe ist, dass man mit dem Fokus sich wirklich nur hinstellt, aber gar nichts mehr machen darf. Du kannst immerhin deinem Pet Befehle geben. Jetzt kann ich aber hin, ne? Ja, ja, das kannst du hin. Der ist ja schon fast tot wieder. Jawohl. Ja, GZ. Voll. Ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen harmonischer. Viele Achter und Siebener in der Gruppe. Ich glaube, das wird langsam was, so dass man dann doch mal an den Dungeon gehen könnte. Ja, denken könnte. Willst du ja sehr gerne rein, aber das wird spannend, das kann ich dir verraten. In welches Dungeon denn? Den ersten. Wie heißt der hier? Muire oder Mithras. Einer von denen ist ein Alp und einer Hip. Ich vergesse mal welche, weil die beide mit M anfangen. Wie heißt das? Man könnte natürlich auch einfach mal nach Kondak. Und die Spinnen da sind drin. Ja, genau, der ist das. Muire Grab ist das. Ah. Ja, das war immer interessanter. Ja, so, ne, das ist lustig. Jetzt zu McMell oder noch so ein Badger? Nee, nein, wir haben noch ein bisschen Zeit, können noch ein, zwei Badger machen. Die sind jetzt rot, das ist natürlich nicht mehr so einfach. Ein einzelner Roter ist kein Problem. Wenn er den einzeln kommt, guck mal. Siehst nicht du, wie wieder schon so nah an den nicht so nah an den Pilz ran. Ja, nimm den noch einfach. Wenn dann der zweite kommt, dann können wir damit umgehen. Wir sind ja Profi. Drei Stück kommen da. Ne, sind nur zwei. So, jetzt müssen wir natürlich den ersten relativ zügig erledigen. Darum gar nicht lange fackeln. Ich gehe auch ran. Ja. Zweite kommt raus. Erster Badger ist fast down. Wunderbar. Zweiter ist raus. Okay. Agro.
Ja, macht aber ordentlich Aua. Ja. Jetzt darf ich? Ne? Ja, ja, mach du ruhig. Oh, Talarian. Du darfst nicht so nah an dem Vieh dran stehen, wenn du heilst, weil es... Wir schaffen's. Ha. Nicht schlecht, Frau Specht. Die droppen aber auch nur 8. Pelz und Klauen und sowas, ne? Mhm. Keiner ja, von denen hat zufällig Rüstung dabei. Ja, wie die Abras. Dachspanzer oder so. So, ich sag mal, einen machen wir noch und dann geht's auf Richtung MacMill. Okay. Es dämmert ja auch schon. Das ist wahr. Und es ist nicht die Morgendämmerung. Sondern die Nachtigalldämmerung. Mhm. Boah, lila so, Badger im Anmarsch. Haben wir denn noch da? So einen einzelnen, schönen, kleinen. Da oben ist noch so ein Ora-Wolf. Wenn ich den vielleicht mal so ein bisschen antitsche, so. Zack, zack. Oh, der bringt zwei Dachse als Freunde mit. Nein, wir gehen. Ich habe es mir anders überlegt. Wir gehen jetzt schon nach MacMill. Okay, okay. Alles ticken an Deutra. Also einen Dachs noch hätte ich ja noch mitgemacht, aber dass da zwei Dachse noch mitkommen, nö. Frech. Brause verloren? Nein, wir haben Brause verloren. Ach, lass Eindruck weiter. Ja, und du wirst dann da von dem Hund zerfleischt oder was? Wir sind schuld. Ach. Hier ist übrigens jetzt der Strand, den du vorhin mal erwähnt hattest. Da waren auch Dachse gerade, ne? Da ist dann noch so ein Wäldchen mit weißen Bäumen. Genau, und dahinter sind wieder nochmal Käfer. Ich weiß nicht, ob diese Bäumchen vielleicht auch mal... Die sind Auch hier sind auch gelbe und sowas. Ja, also hier könnte man dann auch mal sein Lager aufschlagen. Ja, stehen hier eine Menge Grabsteine hier. Das ist immer ein gutes Zeichen. Oh, hier stehen eine Menge Grabsteine. Das sieht aus wie ein Friedhof. Ja. So, wer ist denn gerade in den Channel gekommen? Guten Abend. Ah, grüß dich. Oh. Ja, wir sind leider gerade kurz vor dem Ende. Da ist er, klick. Da ist er, klick, komm, den killen wir jetzt noch. Klick, klick killen wir jetzt auf jeden Fall. Wir sind jetzt gelevelt bis auf Level 8 ungefähr. Mhm. Wir hatten viel Spaß, wir haben den Käferspot in Conla leergeräumt mit nur einem Verlust. Wir haben viel gesehen. Aber hauptsächlich haben wir gegen Käfer gekämpft. Wir haben deinen Grabstein haben wir auch gefunden. Ja, bei den Rowdies, ja. Jawohl. Ach ja, stimmt, bei den Rowdies. Da haben wir erstmal getrauert. Ne, ich habe tatsächlich gegen 19 Uhr die Warteschleife angestellt und ich habe jetzt noch 170 vor mir. Ja, es ist mega krass. Also das war wirklich der Unterschied von 16 Uhr auf 17 Uhr. Das waren knapp, weiß ich nicht, 600 bis 700 Plätze in der Warteschlange. Tick bitte. Warum? Okay, dann nicht. Wir sind doch hier quasi in MacMill. Genau, hat der Klick hier irgendwas gedroppt? Mir nicht. So, wir gehen jetzt noch zum Ausbilder und dann machen wir Feierabend. Wir waren heute aber
mit mehr Leuten unterwegs. Also Leaena war auch noch dabei, Talarian als Druide, sonst hätten wir das alles nicht durchgestanden. Heute fehlten uns nur Tanks. Wir waren rein, reine Caster-Gruppe. Ja. Echt? Wo ist denn Feschi? Ja, der musste arbeiten. Heute ja, ist noch nicht zurück von der Arbeit quasi. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das Layout von MacMail, ist das das alte? Ist das das originale Layout? Ich erinnere mich gar nicht, dass das mal so ausgesehen hat. Hä? Wo war denn hier nochmal? Nee. Das ist merkwürdig. Irgendwie. Also das MacMail, was ich noch kenne, da ist dieses Gebäude weiter nach hinten versetzt. Davor ist noch so ein Platz mit dem Stein. Aber ich weiß nicht mehr, ob sie das irgendwann mal geändert haben. Und das hier ist quasi das alte, an das ich mich nur nicht mehr so gut erinnere. Kann sein. Das könnte weiß auch jemand sein. Schon, wo der Ausbilder ist? Nö. Wenn ihr MacMail seid, dann seid ihr doch kurz vor Tina noch. Ja, da könnte man auch noch, aber eigentlich... Ich hatte gedacht, hier wären welche und wäre das neue MacMail, dann wäre dem auch so. Aber hier sind keine. Ja, hier sind keine. Ja, dann treffen wir uns hier am Turm. Nicht unsere. Ja, ich weiß auch noch, wie wir Druidentrainer in Conla gesucht haben. Und der steht gar nicht in Conla, sondern an dem Turm. Mhm. Stimmt, stimmt. Ja, daran habe ich mich dann Gott sei Dank erinnert. Der Hütertrainer ist an der Brücke. Gut, dann sage ich mal alle... Auf nach Tiena Nock. Ja. Ach, guck mal, da ist das Peterle. Mhm. Bin ich aber auch 8, fast 9. Ja, das passt doch wunderbar. Super. Wir sind, also ich bin erst gerade 8, fast 8,4, sag ich mal. 8,39,5. So. Auch das Hügel-Layout wurde mal verändert. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das alte oder das neue Hügel-Layout ist. Hier vor Tina Nock. Das ist das alte. Denn ich erinnere mich sehr gut an das neue. Da ging man zwischen zwei Hügeln so ein bisschen durch. Mhm. Ja, das kann sein, genau. Ja, und krass. Wie die Ausbilder sind, weiß ich auch nicht. Das ist dann jetzt unsere letzte Aufgabe. Also den Weg zu den Ausbildern kann ich euch zeigen, den kenne ich nämlich. Aber Brause müsste eigentlich den Weg auch kennen. Halt mich da raus. Nein, du findest ihn. Also du würdest ihn finden, ich zeige ihn euch aber trotzdem. Der Brause ist schon längst drin mit seinem NASA-Computer. Interessant, den Speedfritzen gibt's hier auch nicht. Ne, sonst ist hier immer einer, wo man sich Speed abholen kann, aber das ist im, sozusagen im neuen Tina Nock und nicht im alten. Und von hier ging doch, ne, nicht von hier, ein Stück weiter noch, ging doch diese Spalte auf, ne? Genau, der Riss in nach Katakoms. Ich weiß nicht, ob sie den hier auch geflickt haben. Der war doch oben genau gegenüber dem Palast, ne? Genau, genau da war er. So, hier ist der Toyskin für die Zauberer aller Art. Ich glaube, Eldrich ist quasi geradeaus durch. Beschwörer ist links, wenn ich mich nicht irre. Oder war das Mentalist? Ja, werdet ihr schon finden. Ich habe ihn schon. Nehmen wir da diese Quest an? Wenn es die Epic-Quest ist, ja, könnte annehmen. So, Talarian sehe ich gerade nicht, ist wahrscheinlich schon auf dem Weg zum Druid-Ausbilder. Will you speak to the Mad Sprite, Level 7? Das weiß ich nicht, ob das eine Epic-Quest ist, aber ich nehme es mal an, der gibt die ja nur, ne? Ja, die Level 7 passt auch, das müsste die Epic sein. So, da wäre die Kämpferbude, wenn man Kämpfer dabei hätten. Haben wir jetzt nicht, aber... Ja, Streusalz.
Beim nächsten Mal. Ah, guck mal, den Riss gibt's. Ja, da ist er. Den haben sie nicht gestopft. Was passiert, wenn ich da hinrein? Sagt er mir dann irgendwas oder passiert einfach gar nichts? Aha, aha, nix, nein. Invalid Jump, sagt er. Okay, das kennt man noch. Das ist die Meldung in Dark Age, wenn das mit dem Teleportieren nicht klappt. Also diese Quest habt ihr angenommen, Nummer 7? Oder sollten wir annehmen? Ja, ich werde sie annehmen. Ich bin noch nicht ganz bei meinem Ausbilder. Ah, der Wasserfall. Deep in the forest behind Tien Beo, da muss ich hin. Dead oak aha. Among the trees, Mad Sprite. Regrowth, ne? Hat einer von euch auch die Quest Mad Sprite? Ne, wie heißt die eigentlich? Talarian. Strange Matters Indeed. Super, danke dir. Ja, genau, Strange Matters Indeed. Und für Naya, ja, ich glaube, dieses Growth ist dieses Heilen, ne? Top. User disconnected from your channel. Oh Mist, kann ich mir nicht holen. Ups, wer war das Punkte denn? Da. Ich gebe mal keine Punkte in Regrowth, sondern weiß ich nicht, irgendjemand, der noch von vorhin wahrscheinlich im TS war, glaube ich. Wir können ja nochmal durchzählen, ne? 1. 2. 3. Oh, was 3? Talarian! Nein, es ist Talarian! Hm? Nein, Talarian ist auch da, okay. So, ich habe ausgebildet, habe die Quest angenommen, fühle mich großartig. Ja, und ich hoffe, dass ich jetzt die Tür wieder finde. Wir können uns ja dann quasi nochmal treffen hier vor dem nördlichen Ausgang. Weil wenn wir in den Dungeon wollen, ist das der bessere Weg. Okay, Moment. Hier gibt es ja eine Karte, ne? Ralf, du musst wissen, wir sind ein bisschen wahnsinnig und haben vor, demnächst ins Muire-Grab zu gehen. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht ab 10? Ja, ich sag das ja auch immer, aber... Na, dann gehen wir da auch nicht hin. Dann ist das einfach Unsinn und ihr kommt alle zum Osttor. Okay. Das müssen wir uns dann für den Rest unseres Lebens von dir anhören. Jetzt also nicht vor dem Osttor, oder? Doch, Osttor ist richtig. Da, wo wir hergekommen sind. Ich hoffe, dass ich das richtige Tor gefunden habe. Da, wo wir hergekommen sind. Also nicht in die Spinnenhöhle. Noch nicht direkt, aber vielleicht bald. Ich würde sagen, nach der nächsten Sitzung bestimmt, aber... Ja. Das jetzt wäre nur purer Selbstmord. Dann kommen 3 lilane Mobs durch die Wand geedit oder sowas und dann zack, alle tot. Mhm. Beim Vorbeilaufen einmal den Arm ausgestreckt. Hier steht doch... Eine, die Speed gibt, oder nicht? Nee. Nee, die gibt keinen Speed. Ah, du hast recht. Hätte ja sein können. Die hatte so eine schöne Laute. Bestimmt sehr kostbar. So, eine kostbare Laute. Ich muss noch mal kurz zurück. Ihr könnt so lange schon mal auf mich warten. Einmal so. Danke. So, da bin ich wieder. Seid ihr draußen oder drin? Ja, wir machen jetzt eh Schluss, also ob wir da nochmal einen Ladescreen mehr oder weniger machen, ist eigentlich egal. Aber ich wollte nur wissen, dass wir uns dann da wieder treffen. Ja, dann treffen wir uns gerne draußen, weil wegen es so schön ist. Nein, das ist nur, dass wir auch, ne? Frische Luft und so. Alle gemeinsam und zusammen. Ja, weil da kann man rauchen. Ach so. Oh, Leo, Leola. Aber da müssen wir wirklich, wirklich nach draußen, nicht hier in diesem stickigen Gang. Ist das schönes Wetter draußen. Also ungefähr so sieht's auch aus, wenn ich jetzt aus dem Fenster gerade rausgucke. Oh. So, hier bleiben wir jetzt. Hier an der Ecke. Alles klar. Jawohl. Auf der grünen Wiese. Hier nochmal so ein schönes Bild vielleicht. Hab ich sie gefragt? Ob sie mich noch liebe? Ja, hat sie gesagt. Genau. Wir haben eigentlich Singverbot, ne? Nur, dass ihr es wisst. Ach. Ungezogene hat Anti-Hibi-Gefühle, also muss er damit leben. Auch wieder wahr, ne? So, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ach, das ist Larian. Tschüss. Tschüss. Tschüss.